but I'm waiting to be fading into another world to be another place because this is too hard. Das Schlachtfeld eingeschränkt, werden die Daumenschrauben für die Bürger erneut angezogen. Grundlage dafür sind die täglichen Zahlen des Robert-Koch-Institutes RKI, das von dem Tiermediziner Lothar Wieler geleitet wird und dem Bundesgesundheitsministerium untersteht. Am Donnerstag erklärten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, und Wieler auf einer Pressekonferenz mit Wissenschaftlern und Medizinern, wie besorgt sie angesichts der steigenden Zahlen sind. Der RKI-Direktor nannte dabei die positiven Testergebnisse gleich, Zitat, Fallzahlen, Zitat Ende. Das Institut meldete an dem Tag erstmals seit dem Frühjahr wieder mehr als 4000 Infektionen mit SARS-CoV-2. Verkürzter Blick. Spahn gestand, Zitat, an dieser Wegmarke der Pandemie, Zitat Ende, zwar ein, dass die Sterbezahlen, Zitat, im Zusammenhang mit Covid-19, Zitat Ende, ebenso wie die intensivmedizinisch behandelten Fälle, Zitat, noch vergleichsweise niedrig, Zitat Ende, seien. Das Gesundheitssystem könne damit auch sehr gut umgehen. Noch im April hatte er vor einem, Zitat, Sturm, Zitat Ende, auf die Intensivstationen der Krankenhäuser gewarnt. Wieler befürchtete damals, Zitat, italienische Verhältnisse, Zitat Ende. Auf der Pressekonferenz verkürzte der Minister mit Blick auf die jüngeren Menschen, die vermehrt positiv getestet werden, die Fakten. Zitat. Eine Corona-Infektion ist und bleibt eine ernsthafte Erkrankung. Zitat Ende. Das gelte insbesondere für Ältere, aber auch die Jüngeren dürften sich nicht für, Zitat, unverletzlich, Zitat Ende, halten, wenn sie reisen. Selbst dann noch zu lesen, dass das Virus bei den meisten Betroffenen, wie alle Coronaviren, eine milde Erkrankung auslöst. Zahlreiche Wissenschaftler und Mediziner haben seit langem darauf hingewiesen, dass eine Infektion nicht mit einer Erkrankung gleichzusetzen ist. Doch das kümmert den Minister anscheinend kaum. Mit Blick auf die Lage in Berlin sprach er von einem, Zitat, sorglosen und zum Teil ignoranten Umgang mit der Pandemie, Zitat Ende. Deshalb begrüße er die verschärften Maßnahmen des Berliner Senats, Zitat, ausdrücklich, Zitat Ende. Nur, Zitat, einige wenige, Zitat Ende, würden die Mehrheit gefährden, meinte Spahn, der die Mehrheit für ihre Folgsamkeit lobte. Falscher Test. Diese Pandemie sei ein, Zitat, Charaktertest, Zitat Ende, für die Gesellschaft, findet der Minister, der gemeinsam bestanden werden müsste. Deshalb müsse jeder für sich entscheiden, ob er auf Feiern und Reisen verzichtet, nannte er dafür zwei Kriterien. Und behauptete, es solle nicht allein auf Zwang gesetzt werden, sondern auf die, Zitat, Akzeptanz der Bürger, Zitat Ende, für die verordneten Maßnahmen. Wieler begann seine Äußerungen auf der Pressekonferenz mit der Gesamtzahl der bisher als infiziert gemeldeten Personen und sprach von mehr als 310.000, Zitat, gemeldeten Fällen, Zitat Ende. Also so wie es aussieht, bin ich irgendwie ganz schön krank. Ich habe jetzt auch die Influenza und deswegen mache ich jetzt Unpackaging und verdiene Geld mit irgendwelchen Produkten, die ich teste für irgendwelche Firmen und so natürlich. Und deswegen, ich mache ja auch alle meine YouTube-Videos, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen und für Geld halt. Deswegen mache ich auch ständig neue Videos und so. Nee, eigentlich so im Gegenteil. Ist auch egal. Es geht mir auch eigentlich noch nicht mal darum, irgendwie bekannt zu werden damit. Und ich frage mich, vielleicht guckt sich ja auch niemand an. Ich habe schon daran gezweifelt, überhaupt noch mal ein Video zu machen. Kann auch gut sein, dass ich in Zukunft keine Videos mehr auf Deutsch mache. Mir ging es ja sowieso nicht so sehr darum, für Deutschland allein das zu machen. Oder für irgendwelche Leute speziell. Ich dachte nur, vielleicht ist der ein oder andere inspiriert von Sachen, die ich mitgeteilt habe, oder kann darum irgendwie manche Sachen aus einem anderen Blickwinkel betrachten oder so. Naja, jedenfalls bleibt mir jetzt auch nicht viel Zeit, also fasse ich mal kurz zusammen, was die letzten 2 Jahre bei mir so los war. Also ich bin aus Deutschland, aus Europa weg und war in Ägypten und habe da schon mal eine ganz andere Perspektive mitbekommen, auch wenn Ägypten noch eins der reichsten Länder in Afrika ist. Da ist halt nicht, naja, ich sag mal, so gut wie uns geht's denen da nicht. Oder vielleicht könnte man auch sagen, die sind mit weniger zufrieden, weil sie es einfach gewohnt sind, nicht so viel zu haben. Vielleicht ist es auch noch schlimmer geworden nach der Revolution. Könnte sein.
Jedenfalls bin ich da auch beklaut worden. Es lag aber auch daran, dass ich ein bisschen zu vertrauensselig war und dass es mir nicht so gut ging. Ja, was bleibt einem anderes übrig, ne? So als manchmal den falschen Leuten zu vertrauen, ne? Oder so. Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich sterben. Ich würde, hätte am liebsten, wäre ich einfach nach Palästina und hätte mich dieser Gefahr ausgesetzt, weil ich da eine Frau kennengelernt habe, die scheinbar sehr intelligent ist. Aber ich konnte der nicht helfen und einfach mal nach Palästina, also nach Gaza speziell, kommt man halt überhaupt nicht ohne Presseausweis. Da muss man schon irgendwie Kontakte haben oder einen Presseausweis und selbst dann ist es nicht so einfach. Aber jedenfalls wollte ich der und ihrer Tochter helfen und naja, aber irgendwie ist es alles nicht so einfach und das habe ich auch gemerkt, nachdem ich dann aus Ägypten wieder zurück war, gegen meinen Willen bin ich nach Hause geschickt worden, weil ich damals irgendwie nicht es hinbekommen habe, mein Visum zu verlängern. Ich dachte, das wäre verlängert worden, aber der Typ bei der ägyptischen Regierung in Kairo, der hat gar nicht mit mir geredet, der hat einfach nur so einen Stempel da reingemacht und ich habe das nicht so richtig gerafft. Ich dachte, der hätte irgendwie mein Visum verlängert, aber das war natürlich Schwachsinn. Ich habe halt nur die arabische Zahl falsch gelesen, weil da sieht eine 8 fast aus wie eine 9. Es ist, eigentlich sind die Zahlen fast gleich wie bei uns, aber naja, der hat das halt irgendwie handschriftlich ausgefüllt. Und ich dachte, der hatte 2019 geschrieben. Ich bin ja 2018 nach Ägypten und dachte, jetzt kann ich ein Jahr länger bleiben oder so. Aber klar, normalerweise kostet das Geld, das Visum zu verlängern. Und ich glaube, man kann auch beim ersten Mal, das hat mir dann später jemand erzählt, kann man gar nicht so lange das Visum verlängern. Da geht es, glaube ich, höchstens 3 Monate oder so, wenn man es verlängert. Aber ich bin da mit der Polizei am Ende ganz gut befreundet gewesen und habe einige Leute da in Ägypten auch geheilt mit den Händen und ein paar Leute haben sogar gefragt, ob ich denen mal beibringe, wie das geht. Aber dafür bräuchte ich irgendwie einen stabilen Standort, wo ich halt über längere Zeit sein kann, dass die Leute da regelmäßig hinkommen, weil das dauert einfach dann auch eine Zeit lang, den Leuten überhaupt die Anfänge davon beizubringen, wie man überhaupt sich selber erstmal so ruhig und konzentriert bekommt, dass man anfangen kann, so feine, feinstoffliche Sachen wahrzunehmen und dann eben auch zu fühlen, wie sich jemand anderes fühlt und den Schmerz von anderen zu fühlen und den dann aufzulösen, das ist eher eine Sache von ein paar Jahren, bis man da irgendwie anfangen kann mitzuarbeiten. Deswegen sind die meisten Reiki Leute eventuell auch nicht unbedingt wirklich heilsam oder haben keine Ahnung zum Teil, was sie da wirklich machen. Denken halt, sie könnten das, weil sie das irgendwie mal in einem Reiki-Kurs gelernt haben und haben da irgend so eine Illusionsvorstellung, dass sie da irgendwas beherrschen, aber naja, Einbildung ist halt auch eine Bildung. Gibt bestimmt auch Reiki-Leute, die was können. Will ich jetzt nicht behaupten, dass keiner was kann, aber bis man die Wahrnehmung entwickelt und sowas dann beherrscht, das dauert ein bisschen. Naja. Ja, jedenfalls war das ganz lustig, weil der Polizeichef hat mich sogar noch mal zu sich eingeladen, bevor ich dann zum Flughafen gebracht wurde, um ausgewiesen zu werden und meinte noch zu mir, wenn du eine Arbeitserlaubnis beim nächsten Mal willst und wenn du dein Visum verlängern willst und so, dann komm direkt zu mir, wenn du nach Ägypten kommst. Ich weiß, welche Leute du fragen musst und ich helfe dir und so. Und hat mir seine Nummer gegeben und meinte so, ja, wenn du dann in Deutschland bist, dann gib meine Nummer mal ein paar Frauen, die vielleicht Lust haben, einen ägyptischen Polizeichef am Roten Meer zu heiraten oder so. naja, das ist eher unwahrscheinlich.
Weil ich kenne nicht so viele Frauen, die da irgendwie überhaupt offen für wären. Und wenn ich überhaupt mal eine Frau in dem Alter kennenlerne, die da Lust drauf hätte, vielleicht ist die Frage, ob ich die überhaupt dann danach frage. So viele Leute kenne ich ja auch nicht. Jedenfalls hatte ich eine Geldstrafe, die ich nicht früh genug gezahlt habe, weil das ja in Ägypten nicht geklappt hat. Ich dachte, ich würde in Ägypten arbeiten können, habe ich auch. Aber ohne Arbeitserlaubnis, die 700 € kostet, hatte ich halt keinen stabilen Job, der so viel Geld gebracht hat, dass ich da erstmal eine Wohnung und sowas hatte, um mich zu sortieren. Und so richtig Unterstützung von der Freundin, die mich dahin eingeladen hatte, hatte ich auch nicht. Naja, ich habe es auch nicht erwartet, dass die jetzt irgendwie so mega toll ist, aber ein bisschen, ja, ein bisschen mehr für jemanden da sein, den man einlädt, kann man schon. Dass man irgendwie mal sich 1, 2 Tage Zeit nimmt und sagt, ja, hier kannst dein Visum verlängern, so und so geht das und was weiß ich und das funktioniert so und so, wenn man in einem Land neu ist. Das wäre schon gut. Vor allen Dingen, wenn man die Sprache auch nicht versteht. Ich meine, da waren viele, die Englisch können, aber ja, trotzdem. Also irgendwie hat es halt nicht gereicht. Und ich finde es schade. Ich habe auch ein Longboard verloren. Also insgesamt habe ich Sachen verloren, die so viel Geld gekostet haben. Aber egal, es geht mir ja nicht um Geld. Was schlimmer war, ist, dass ich danach direkt erstmal in den Knast gekommen bin. Und ich habe eh schon 2 anstrengende Jahre hinter mir gehabt. Und dann noch ein Jahr im Knast. Das war auch nicht so schön. Dann nur so eine scheiß Geldstrafe, 10 € pro Tag oder was. Ja, dann hängst du da. Ja, aber im Endeffekt ist halt alles nur eine Erfahrung. Ne?